Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, die evangelische Handwerkerbewegung in Deutschland, zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche, im evangelischen Verband Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt. Sie redet seit mehr als 60 Jahren das Evangelium in die Welt des Handwerks hineintragen und zugleich auch an der Lösung der sozialen und beruflichen Probleme des Handwerkers in der modernen Gesellschaft mitarbeiten. Und dabei geht es im Kern bei Handwerk und Kirche immer wieder um das Hinterfragen aktueller politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen vor dem Hintergrund der ethischen Grundprinzipien, der sozialen Marktwirtschaft und der Stellung des Handwerks darin. Und es geht dabei insbesondere auch darum, ich hätte fast jetzt gesagt, es geht mir auch insbesondere dabei darum, die große volkswirtschaftliche Bedeutung des Handwerks unserer Kirche und ihren Repräsentanten immer wieder deutlich zu machen. Dieses Jahr hat die EKD im Sinne der Lutherdekade und haben auch sie ihre Tagung unter das Stichwort gestellt: Politik und Reformation, Reformation und Politik. Und ich sage das auch als katholischer Christ: Die Reformation hat das politische Leben und die politische Kultur in Deutschland, in Europa und der Welt ganz entscheidend geprägt. Und es gibt für mich zwei ganz wesentliche Akzente, die ich mit der Reformation verbinde. Zum einen, dass wir noch stärker durch die Reformation als Menschen überhaupt das Bewusstsein dafür bekommen, dass weltliches, auch politisches, auch staatliches Handeln begrenzt sind und dort ihr Ende finden, auch in ihrer Machtausübung, wo es wirklich um die tiefen Dinge unseres menschlichen Daseins gehen. Und das ist eben das Eingebundensein in Gottes Schöpfung, in Gottes Heilsplan. Und da muss Politik und muss menschliches Handeln immer seine Begrenzung finden. Und es ist gerade, wenn wir an den Machbarkeitswahn menschlichen Handelns, gerade in Medizin und Wissenschaft denken, aktueller denn je. Es gibt Grenzen unseres menschlichen Handelns und desto eher und demütiger wir diese Grenzen annehmen, desto mehr wird unser persönliches Leben, aber auch das Miteinander in Staat und Gesellschaft gelingen. Und das Zweite, was ich mit der Reformation verbinde, ist der Auftrag an uns Christen, zwar unser Leben auf Gott hin auszurichten, aber auch, wie es in unserem Grundgesetz heißt, die Verantwortung für unsere Gemeinschaft vor Gott und für die Menschen wahrzunehmen. Das heißt, der Christ ist hineingestellt in politisches, gesellschaftliches Leben, in wirtschaftlich-soziales Leben. Und da muss er im Sinne des Wortes des Propheten Jeremia der Stadt Bestes und der Gemeinschaft Bestes suchen. Und das ist eine Aufgabe, die erfüllt Kirche und Handwerk, die erfüllt auch das Handwerk. Und ich bin sehr froh, in den Jahren meiner politischen Mitwirkung seit 1990 erleben zu dürfen, dass eigentlich Handwerk und das, was Handwerk ausmacht, duale Ausbildung in Deutschland, heute nicht mehr in Deutschland umstritten ist. Ja, das ist ein Exportschlager für die Welt. Überall, wo man in Europa und außerhalb Europas hinkommt, haben die Menschen inzwischen begriffen, dass der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes nach dem Krieg, auch der wirtschaftliche Aufbau nach Überwindung der deutschen Teilung, ganz entscheidend mit der dualen Ausbildung in Deutschland und mit Handwerk und Mittelstand zu tun hat. Und warum Handwerk und Kirche, Verankerung in der Wirtschaftsgruppe Handwerk und der christliche Glauben uns auch vor allem in Deutschland manchmal vor wirtschaftlichen Verwerfungen bewahrt haben. Ich glaube, das ist auch dadurch erklärbar,
dass wir dort Strukturen haben, die nahe am Menschen sind, dass wir dort Strukturen haben, wo Handwerksfamilie und Mitarbeiter im Handwerk ganz eng miteinander zu tun haben, miteinander leben und wo man sich der religiösen, ethischen Wurzeln und Grundlagen wirtschaftlichen Handels ganz stark bewusst ist. In diesem Sinne wünsche ich Kirche und Handwerk weiterhin viel Erfolg, gottesreichen Segen. Gott schütze unser ehrbares Handwerk. Applaus